Im letzten Video war von Architekturtreibern die Rede. Jetzt ist es natürlich besonders wichtig, dass Sie in Ihrem Projekt unter allen Stakeholdern ein genaues gemeinsames Verständnis von allen Architekturtreibern haben, speziell von den Anforderungen zu den Qualitätseigenschaften des Systems. Also was genau bedeutet eigentlich 99,8%ige Verfügbarkeit bei Ihnen? Das ist ja nicht nur die Ausfallzeit, sondern vielleicht die Reaktion auf einen Ausfall und die Mechanik, die dahinter steckt. Jetzt müssen wir eine Form finden in der Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern, wo alle Stakeholder mitarbeiten können und wo alle Stakeholder auch wirklich genau verstehen, worum es geht. Und da ist natürlich das Beispiel das Beste. Das heißt, am besten arbeiten wir zusammen, wenn wir auf der Grundlage von einigen Beispielen arbeiten, die dann zu einem tieferen Verständnis und einem konkreteren Verständnis von den eigentlichen Eigenschaften des Systems führen. Also eben nicht 99,4% Verfügbarkeit, sondern eher sowas wie, wenn dieser Server ausfällt, wie schnell merken wir das und was tun wir, wenn wir wissen, dass er ausgefallen ist und wie schnell ist dann der zweite Server wieder oben. Mit den Daten sind wir dann in der Lage, die Verfügbarkeit auszurechnen. Aber wir brauchen sozusagen erstmal diese Beispiele und um das genauer zu verstehen, genauer zu machen. Und in diesen Video geht es jetzt um systematisches Finden von Beispielen und da verwenden wir den Ansatz der Szenarios vom Software Engineering Institute. Idee. Sie haben jetzt diese ganzen Beispiele gebrainstormt, also Ihre Wartungsfälle im Bereich der Softwarewartung oder Ihre Angriffsszenarien im Bereich der IT-Security oder Ihre Ausfallszenarien im Bereich der Verfügbarkeit. Und jetzt versuchen wir das nochmal schön aufzuschreiben. Und dafür sind diese Szenarien gut. Jetzt die Maus mit diesem Männchen, da würde ich Ihnen jetzt kurz die Technik kurz aufdröseln. Das heißt, Idee ist, Szenario, Sie überlegen sich zunächst einmal, wer könnte eine Quelle von so einer Anforderung sein. Oder das heißt, bei dem IT-Security-Szenario wäre das Ihr Angreifer aus dem Internet. Bei einem Usability-Szenario wäre das vielleicht der Benutzer, der mit dem System was tun will. Wenn das im Bereich der Softwarewartung ist, könnte es sein, dass es ein Sachbearbeiter oder Abteilungsleiter, eine Abteilungsleiterin ist, die dann vielleicht eine Änderung in ihrer Software haben will. Also das heißt sozusagen, Sie haben also immer eine Quelle. Also das, wovon jetzt also so eine Anforderung an Ihr System ausgeht. So, und diese Quelle löst jetzt einen Stimulus aus. Das heißt, unser Sachbearbeiter braucht ein neues Feld in der Maske, um bei dem unteren Beispiel zu bleiben, oder unser Angreifer im Internet versucht, was weiß ich, die Leitung abzuhören. Also ist es irgendwas da, was der Stimulus tut, oder was die Quelle tut mit unserem System. Also Stimulus, was wird getan? So, dann ist die zweite nächste Frage, auf welchen Teil des Systems findet denn dieser Stimulus statt? Das heißt, bei unserem Beispiel mit dem Sachbearbeiter, der ein neues GUI-Feld will, sind die Artefakte von unserem System, die betroffen sind. Naja, das Datenschema muss sich ändern, vielleicht muss ich die Doku anpassen und ich muss sicherlich die Quelltexte nochmal genauer fassen. Die anfassen. Das heißt, dieser Stimulus wirkt auf Teile unseres Systems, in dem Fall die Quelltexte und das Datenbankschema. So, und jetzt generiert unser System, also das kann auch zur Laufzeit des Systems sein, in dem Fall ist es jetzt sozusagen zur Compile-Zeit, eine Antwort. Das heißt, die Änderung kann beispielsweise ohne besondere Seiteneffekte umgesetzt werden. Das heißt, unser System ist noch nicht allzu monolithisch und ich kann die Änderung sehr, sehr lokal umsetzen, ohne viel ändern zu müssen. Und das Antwortmaß, Maß wäre zum Beispiel, wie teuer ist die Änderung in Personentagen? Und dann habe ich das gesamte Szenario durchgespielt, von der Quelle und dem Stimulus, also sprich Sachbearbeiter will ein neues GUI-Feld haben. Da kann ich mir sozusagen ein Beispiel überlegen. Die Wirkungskette analysiert, auf welche Teile des Systems wirkt das. Und ich habe mir am Ende überlegt, wie kann ich messen, ob mein System so reagiert, wie ich denke. Also zum Beispiel, wie teuer ist eine Änderung in Bearbeitertagen gemessen. So, das kann man auch als User Story aufschreiben, also oder als Story aufschreiben. Hier mal als Beispiel hier, Sie sehen hier am Rand dieses Szenario als irgendwas, will ich irgendwas tun, um irgendwas zu erreichen. Und genau da können Sie jetzt diese ganzen Elemente einsortieren, ne? Also die Quelle der Anforderung oder die Quelle des Szenarios, Nutzer, Entwickler, Angreifer und so weiter, ist sozusagen der User oder die Persona in dem Modell. Was ich will, ist der Stimulus, also das heißt, ich will einen Knopf drücken, eine Änderung haben oder einen Angriff machen.
Ich habe unten unter dem Artefakt noch die Umgebung spezifiziert, also in welcher Situation ist mein System zu dem Zeitpunkt? Ist es im Wartungsmodus, im Betriebsmodus? Ist es in der Nacht im Batchfenster oder am Tag im Wirkbetrieb und so weiter? Oder ist es gerade überlastet? Also ich kann so ein bisschen charakterisieren, in welchem Zustand das System gerade ist. Auf welches Artefakt wirkt das Ganze? Also wo trifft der Stimulus ein? Das kann Quelltext sein oder das laufende System oder Hardware-Komponenten des Systems. Also wir haben ein etwas umfassenderes Systemverständnis und nicht nur die laufende Software. Welche Antwort erwarten wir von dem System? Also wie erwarten wir, dass das Teil reagiert? Das heißt, ich Angriff wird abgewehrt beispielsweise, wäre eine Reaktion. Oder irgendwie Autovervollständigung funktioniert bei einem Usability-Szenario beispielsweise. Und Antwortmaß, wie kann ich feststellen, ob das System korrekt reagiert hat? Und wie kann ich die Güte der Reaktion messen? Und das ähnelt ja im Grunde diesem Umzu. Also das heißt, was ist das Ergebnis, das betriebswirtschaftlichen Mehrwert haben soll bei meinem Szenario? Und das ist im Grunde schon die gesamte Magie von der szenariobasierten Spezifikation. Das heißt, sie überlegen sich Beispiele und schreiben die dann als Szenarios auf. Das heißt, und kommen damit zu einer präziseren Festlegung von ihren nicht funktionalen Eigenschaften. Natürlich lohnt es sich, diese Szenarien nur dann aufzuschreiben, wenn es jetzt wirklich um wichtige Anforderungen geht. Also Sie können jetzt nicht alle Anforderungen der ISO 25000 da berücksichtigen, weil das zu aufwendig wäre. Aber für so kritische Sachen lohnt es sich, das so aufzuschreiben, wie Sie es hier sehen. Das war das Thema Spezifikation und Diskussion der Architekturtreiber. Im nächsten Video würde ich dann kurz die Entwurfsverfahren durchspielen, wie man zu Subsystemen kommt. Und im letzten Video geht es dann nochmal um das Thema Dokumentation von Softwarearchitekturen. Die Bewertung von Softwarearchitekturen werden wir ganz kurz in dem letzten Video streifen, wobei Sie da einen wesentlichen Teil, nämlich einen technischen Durchstich, schon gemacht haben. Und da müssen wir jetzt ja auch nicht zu viel Redundanz einführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher.